So, also Männer, jetzt kommen wir zum Zerlegen. Jetzt wollen wir noch mal wissen, was sich unter dem Ganzen verbirgt. Jetzt machen wir mal den Griff ab und schauen uns mal an, wie es da drunter aussieht. Ja? Okay. Ist natürlich immer so eine Sache, so ein Katana zu zerlegen. Normalerweise macht man es nicht gleich. Ja? Oder ich sag mal, erst wenn irgendwas ist mit dem Teil. Aber wir wollen das Ding ja auf Herz und Nieren prüfen. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal gleich. So. Mit uns so rum rausklopfen. So, zum Zerlegen sage ich ja jetzt nichts mehr viel. Ich klopfe nochmal den ersten Megugi raus. Ich sage mal, ein gutes Katana lässt sich auch gut zerlegen. Da sind die Teile so gut angepasst, dass da eigentlich nie was schief geht. Ja? Jetzt Verfaserung raus, das passt dann schon. Und dann müssen wir die Teile auch gut wieder zusammenkriegen. Ja? Und da das ja jetzt auch customized ist und nicht nur in China in irgendeiner Fabrik zusammengekaut worden ist, sondern im Yare no Hanzo-Werk mit verschiedenen Komponenten zusammengesetzt worden ist, denke ich mal, dass sie da schon sich recht Mühe gegeben haben und dass das da auch sehr gut passt. Ja? So. Dann müsste man das auch wieder relativ gut zusammenkriegen. Also kommt schon, ne? Kommt schon. Die Megugi sind auch super rausgegangen. Wir arbeiten natürlich mit sanfter Gewalt. Der Nagel fest kommt ab. Wir dürfen natürlich auch nichts erzwingen. Deswegen arbeiten wir uns langsam vor. Aber ich sehe schon, der Griff geht relativ leicht. Die Zuba hackt ein wenig. Aber das ist natürlich immer nie verkehrt, wenn da wegen so ein Zuba ein Strammer drauf ist. Dann tut die nach dem ersten Katz nicht gleich rumwackeln, wie so ein Kuhschwanz. Ja? Also es löst sich schon mal super ab. Da hatte ich damals beim Shinobi da noch mehr Probleme. Aber jetzt hier sind wir gut dabei. So, jetzt hat es nochmal. So. Griff ab. So. Griff nochmal. Die Sepas wieder richtig hinlegen, so wie sie hinkommen. Und die Zuba auch. Und da sehe ich gerade schon, da sind so chinesische Zeichen drauf. Oh, das sieht ganz interessant aus. Ich mache jetzt gleich nochmal eine Nahaufnahme von dem Ganzen und zeige euch das. Ja. So. Die Angel, die ist so leicht schräg angeraut. So wie beim echten Nihondo und da haben wir das Yare no Hanzo Zeichen, jawohl. Die Abaki, die scheint mir so fest drauf zu sein, die lassen wir jetzt einfach mal drauf. Oder? Zeig mal her. Die kriegt man meist immer ein schlecht runter. Nee. Also die Abaki lasse ich jetzt mal drauf. Die sind meistens wirklich ziemlich fest drauf gemacht und daran mache ich erst rum, wenn die sich gelockert hat, ja? Weil das hat anders keinen Wert. Ansonsten, die Angel ist echt sauber. Ich habe das auch schon oft gehabt, dass die dreckig war oder angerostet war oder so eich viel, wie soll ich denn sagen.
Metallstaub drauf war oder was. Die sieht echt gut aus. Zwei saubere Löcher, die Angel ist schön dick. Geht fast bis in den ganzen Griff hinter, also das ist astrein. Ja. Boi geht recht tief rein, das sieht man. Sagt, die Angel hat fast die gleiche Stärke wie der Klingenrücken. Also das ist dann auch schon sehr massiv. Muss ich es nachher jetzt bloß wieder schön einölen, bevor ich es wieder zusammenbaue. Wie gesagt, Habaki lasse ich immer drauf, weil die ist recht fest drauf. Wenn ich die jetzt mit Gewalt runter hau, kann das sein, dass sie dann nachher wackelt. Aber das ist nicht nötig, die runter zu machen, die lassen wir so. Jetzt schauen wir uns nochmal den Griff an. Wie gesagt, ich mache jetzt dann auch gleich nochmal Nahaufnahmen, das ist auch kein Thema. So. Schauen wir uns mal noch den Griff an. So, jawohl, der Griff sieht auch gut aus. Ja, der ist jetzt nicht der dickste und massivste, aber er scheint in Ordnung zu sein. Jawohl, da ist auch nichts gecrackt oder so. Endkappe ist nach wie vor fest drauf. Was das natürlich für Holz ist und so weiter, ist alles fraglich. Das ist Griffzwinge. Ja, okay. Da ist der Heringer Spalt. Da ist mir da jedes Material fast ein wenig zu dünn. Das habe ich aber so auch schon gesehen. Also da passiert nichts weiter. Die Griffzwinge ist ja drauf, da kann nichts passieren. Ansonsten ist er gut verarbeitet, die Rochenhaut, die ist eingeklebt, genau. Geht natürlich nicht ganz um den Griff, sondern da ist bloß so ein Streifen eingeklebt, ja. Ganz um den Griff, das kann ja keiner bezahlen, sage ich jetzt einmal, gell. Genau, okay, ansonsten sieht es gut aus. Wie gesagt, der Griff hat nichts, der hat keine Risse oder so. Okay, jetzt kommt doch ein wenig Eisenstaub raus. Ja. Aber gut, es kommt vom Zusammenbauen. Na, da ist jetzt ein Eisenstaub rauskommen. Na, das kommt davon, wenn man erst die Zuber drauf schiebt, die Material abnimmt von der Angel und dann den Griff hinterher drauf schiebt, dann ist das ganze Gelump im Griff drin. Ja. Aber gut, das ist weiter nicht schlimm. Okay, so, jetzt zeige ich euch mal die Nahaufnahmen und dann bauen wir das Ding wieder zusammen. So, und so sieht das Ganze aus, ne? Das ist ja Arino anzuzeigen. So, Kinder, jetzt bauen wir das Ding wieder zusammen. Da wird jetzt natürlich alles noch ein wenig gereinigt. Hier die Griffzwinge war doch minimalst ein Müh locker. Ja. Da habe ich jetzt ein bisschen Grip Tape drunter, einmal außen rum. Jetzt hat die hier ein wenig mehr Spannung. Das ist natürlich immer besser. Ne? Weil die Griffzwinge hält ja den ganzen Griff im Prinzip zusammen. Das sind ja zwei zusammengeladene Holzhälften. Nichts anderes ist es. Ja. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt von dem ganzen Stabilitätsgebilde da hier. Ne? So, die Angel, die tun wir jetzt nochmal mit Ballistol einschmieren, dass die dann nicht das Rosten anfängt. Ballistol riecht gut, ne? Und gesagt, ich habe auch den Griff innen noch sauber gemacht, da war dann doch ein bisschen noch so Staub drin. Ne? Das ist nach dem Erstzusammenbau so üblich, sage ich jetzt mal, ne? So. Jetzt kommt erst die SEPA wieder drauf. Die machen wir auch gleich ein bisschen sauber. Wenn wir schon dabei sind. Ah, hier kommt die SEPA drauf. Und wenn sich dann irgendwann einmal die Habaki löst, dann cutten. Das wird irgendwann passieren, weil Metall dehnt sich ja mal oder zieht sich ja mal zusammen. Genau wie Holz. Dann
dann werde ich die einmal runterbauen, aber die war jetzt echt so schön fest angepasst drauf. Da habe ich das so gelassen. Ja. So, das Ding war die Macken nach hinten. Ja. Wobei, das sind gar keine Macken, das sind Verarbeitungsspuren. Ja. Das sieht eigentlich, das macht das Ganze ein bisschen so antik. Ja. Das ist jetzt nicht so super lackiert, sondern es ist brüniert und anscheinend ein wenig so Silber angemalt. So, wie rum war es denn jetzt drauf? Ich glaube, so rum war es jetzt drauf. Ne? Ja, werden wir gleich sehen. So. Oder so rum besser? Ich befürchte das. So rum war es jetzt besser drauf. So, wie gesagt, jetzt haben wir ja durch das Draufschieben wieder Material. Abgekratzt, jetzt machen wir das nochmal sauber, bevor der Griff drauf kommt. So, zweite Seba. Also das sind keine Messingsebas, die sind so silbernd. Was das natürlich genau sein soll, weiß ich nicht. Die jetzt tatsächlich versilbert werden, das wäre natürlich der Hammer. Vielleicht steht es dann dabei, wenn das Ding bei Custom in Stock auftaucht. Das wäre natürlich super geil. So, und Zucker wieder drauf. Was ist jetzt da los? So, dann brauchen wir natürlich ein bisschen leichte Gewalt. Stück, ne? Also die geht auch recht stramm drauf. Das ist nie verkehrt. Zu locker ist nichts, zu stramm ist nichts. Ist es zu stramm, wenn natürlich Risse bei Überbelastung entstehen, ist es zu locker, lockern sich natürlich die Anbauteile. Ne? Das will natürlich auch keiner. So. Den Kabel immer noch fest. Gut. Sitz passt, wackel, hat alles Luft, oder? Ja, gut, perfekt. Alles schön schal, wunderbar. Ein Mühe könnte es vielleicht noch vertragen. Nee, aber das ist. So. Und jetzt machen wir mal die Migugis wieder rein. Also ich bin positiv überrascht, hat sich schön zerlegt lassen jetzt, kann man gar nicht meckern. Ja. Und sich aber der schön zusammenbauen lassen, keine Überraschungen, so von wegen Klinge verrost oder keine Ahnung, gar der Griff gebrochen, so wie ich es bei meiner Polchen Raptor nicht schon ein paar Mal gehabt habe. Ja. Alles okay. Wie gesagt, es ist ein schön filigranes Schwert, es wird nicht der größte Zerstörer dann, das ist ein ganz klarer Fall. Aber das soll es auch nicht, es soll in erster Linie erstmal edel ausschauen. So, alles wieder fest. Ja. Und soll zum Freestyle-Cutten sein, ne? Mich reut es zwar jetzt schon wieder davor, die Klinge zu verkratzen, deine scheiß Plastikflaschen. Und der Dami sind ja auch nicht besser, ja? Aber das Ding wird definitiv hergenommen, weil es lässt sich geil handeln und geil cutten. Also die Ari-Rollen vorhin, die gingen ja durch wie nix, wie nüt. Ne? Ich habe mir ja kaum das Ding bewegt, ne? Eine kleine Bewegung und das Ding geht ab wie Luzi. So, jetzt holen wir es gleich noch ein wenig. Weil wir jetzt einen Haufen Fingertatschen drauf haben. Das gute alte Ballistol. So. Jawohl.
und so sieht das Ganze aus, ne? Nami Limited Edition, wenn wir alle machen so. Custom in Stock Reihe. Cutting Desk folgen, es wird jetzt zwar noch nicht dauern, aber er kommt definitiv. Und dann sehen wir weiter. Ne? Und in diesem Sinne, Peace und Cuts for Life, checkt den Cuts out.